Ich hätte einfach gerne eine erste Einschätzung von Ihnen zum Ergebnis da, wie sich es bis jetzt darstellt aktuell. Ja, so wie momentan der Stand ist, es kann sich noch viel verändern wegen der vielen, vielen Briefwähler. Aber so wie es aussieht, wird das ein Debakel für die CDU-CSU, ein erdrutschartiger Verlust. Ich erinnere mich an den Wahlausgang von 1998, als ich zum ersten Mal angetreten bin, da war das ähnlich. Ich hoffe sehr, dass für Inge Kressle die Erststimmenauszählung ergeben wird. So wie es jetzt aussieht, sieht es positiv aus, dass sie den Wahlkreis gewinnen wird. Aber insgesamt für die Regierungsbildung wird es eine ganz, ganz schwierige Nummer. Es wird entscheidend darauf ankommen, wer stärkste Fraktion wird und damit den Auftrag zu einer Regierungsbildung erhält. Und darauf muss man vermutlich heute noch lange warten. Sie sagen Debakel für die CDU. Woran lag es Ihrer Ansicht nach? Nun, da wurden einige Fehlentscheidungen getroffen in den vergangenen Wochen und Monaten, vor allem Monaten. Ich sehe da drei Fehlentscheidungen, was unsere Personalentscheidungen anbelangt. Und deshalb wird es nach dieser Wahl sicherlich interessante Debatten und Diskussionen innerhalb derer geben, die für diese Entscheidungen Verantwortung zu tragen haben. Da bin ich sehr gespannt, wie die Reaktionen sein werden. Heißt das der falsche Kandidat? Nun, es ist schwer zu sagen, wie es ausgegangen wäre mit Markus Söder. Aber alles, was ich gehört habe in meinem Umfeld, deutet darauf hin, dass wir locker 10% mehr hätten holen können.